Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Manfred Hausmann, der Feuersteindolch. Da liegt das steinerne Gebild. Die quarzigen Brüche schimmern im Lampenlicht wie getrübtes Glas. Es handelt sich um einen Feuersteindolch. Die Waffe mag etwa 25 cm lang, und dort, wo die Klinge beiderseits am weitesten sich ausbiegt, 5 cm breit sein. Der Griff, rhombisch im Querschnitt, ist am oberen Ende verdickt. An seinen vier Längskanten laufen winzige Einkerbungen wie Perlenschnüre entlang, die mit erstaunlicher Regelmäßigkeit aus dem spröden Material herausgesprengt sind. Wenn man die Hand darum legt, fühlt man so recht, dass sie sich gar nicht passender und fester in das Zufassen hineinschmiegen könnte. Ein modernes Dolchmesser, das sich auf seine Griffigkeit etwas zugute tut, kommt einem geradezu unhandlich vor, neben der steinernen Vollkommenheit. Wie schön, das heißt, wie unvergleichlich richtig ist auch der Übergang vom rhombischen Griff zu der breiten, flachen Klinge erdacht und gestaltet. Wieder findet eine Verdickung, eine Schweifung statt, im gleichen Rhythmus wie oben. Dann erfolgt ein unentschiedenes Umbiegen rechts und links, und dann streben die rasiermesserscharfen Schneiden in zwei verhalten sich suchenden, langgedehnten Kurven der Spitze zu, während die beiden anderen Kanten des Griffes sich weich in der Wölbung des Klingenblattes verlieren. Die Schneide des Steindolchs besteht aus lauter Brüchen, die sich messerscharf und schnurgerade aneinanderreihen. Sie ist überdies in sich gebogen zu einer leisen Kurve gegen die Spitze hin. Hundertmal schärfer und schwieriger ihre Schärfe als der Grat an den Säulen der Akropolis, hundertmal widerspenstiger das Gestein, hundertmal armseliger das Werkzeug, hundertmal gefährdeter das Gelingen. Und tausendmal ruhmloser der Mann, der das Werk dennoch vermochte.